Frostfleck. Die sehen ja aus wie riesige Schnapppflanzen. Oh Mann, wie kommen wir denn bloß an den Schnapppflanzen vorbei? Schnapp, schnapp. Hey, ich glaube, ich weiß schon wie. Suchen wir uns doch was, womit wir über die Pflanzen rüberspringen können. Ja, und das muss etwas sein, das sehr elastisch ist. Sieht mal hier. Sachen, die sehr elastisch sind, verändern die Form, wenn man sie drückt oder daran zieht. Und danach werden sie gleich wieder so, wie sie vorher waren. Und durch die Kraft hüpft man hoch. Hey, vielleicht ist eine von den Sachen elastisch genug, um uns über die Pflanzen zu befördern. Das sind ein Pappkarton und ein Trampolin. Was davon ist elastisch? Der Karton oder das Trampolin? Das Trampolin! Ja! Das ist super elastisch! Hol gut Schwung, Blaze! Und geschafft! Jaha! Rostfleck! Noch mehr Schnapppflanzen! Macht mit! Suchen wir uns etwas, das elastisch genug ist, um uns über die Pflanzen da zu befördern. Vielleicht eine von den Sachen? Mal sehen. Da ist eine Sprungfeder und ein Rohr. Was davon ist elastisch? Die Sprungfeder oder das Rohr? Die Sprungfeder! Ja! Los geht's! Und hüpfen! Juhu! Es hat geklappt! Jetzt müssen wir nur noch an den letzten Schnapppflanzen vorbei. Diesmal brauchen wir etwas mit sehr viel Federkraft, denn das sind die größten Schnapppflanzen von allen. Hey, vielleicht geht von denen was. Ja, was hat Federkraft? Der Korb oder der Gummiball? Der Gummiball, richtig. Und jetzt nochmal ab. Elastizität, denkt man bis ans Ende, schnellt es wieder zurück. Elastizität, denkt man bis ans Ende, schnellt es wieder zurück. Auf einem Trampolin springst du hoch, denn es hat sehr viel Federkraft. Dehnt man ein Gummiband, lässt du los, schnellt es gleich rasant wieder zurück in seine Ausgangsform. Elastizität, bis ans Ende schnellt es wieder zurück. Elastizität, geht man bis ans Ende schnellt es wieder zurück. Rostfleck, Jessys Seifenblase ist zerplatzt. Jetzt sitzt die Arme mitten in dem Wasserfall fest. Beeil dich, Blaze. Ich will schnell zu dem Wasserfall und mein Hündchen retten. Jessie, wir retten dich, Kleine. Ich verspreche dir. Hey, ich sehe was, womit wir sie retten können. Da! Wir können mit einem der Bungee-Seile runterspringen und uns dann mit Jessie hochziehen lassen. Ja, seht mal hier. Bungee-Seile sind nämlich sehr elastisch. Deshalb kann man sie sehr lang ziehen. Danach ziehen sie sich wieder zusammen, wie sie waren. Oh ja! Yeah. Geschafft! Oh, ich hab dich auch lieb, Jessie. Du bist das Allerliebste, das es gibt. Masse, 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 das ist Masse, Masse, Masse. Ist dein Wagen voll oder ist er leer? Hat man viele Teile, ist die Sache schwer. Das ist Masse, Masse, das ist Masse, Masse, Masse. Hat etwas wenig Masse, das ist klar. Gibt es leicht ab und fliegt sogar. Das ist Masse, leicht oder schwer. Das ist Masse, wenig und mehr. Das
Das ist Masse. Macht es sicher fest. Das ist Masse. Mach gleich den Test. Das ist Masse. Dann stellst du fest. Das ist Masse. Feuerwehr an AJ. Kannst du mich hören? Laut und deutlich, Feuerwehr-Truck. Wir brauchen jetzt wirklich bald das Wasser, AJ. Ja, das Feuer nähert sich schon dem Baum. Haltet noch durch, Leute. Blaze und ich kommen mit eurem Wasser so schnell wir können. Danke, AJ. Over und out. AJ, drück auf Sattelschlepper-Gas. Die Felsen versperren den Weg. Aber wie soll jetzt das Wasser bloß zur Feuerwehr kommen? Sieht aus, als würden wir da nur durchkommen, wenn wir die Steine aus dem Weg schmettern. Mit ganz viel Kraft. Ja! Und ich weiß auch, wie wir mehr Kraft bekommen. Wir müssen den Sattelschlepper nur schwerer machen, damit wir noch viel mehr Masse haben. Eine Masse von 100 Tonnen! Was meint ihr, wie viel Masse habe ich jetzt wohl? Haben wir schon 100 Tonnen? Nein, das sind nur 50. Ich brauche mehr Masse. Hey, ich habe eine Idee. Achtung an alle. Sattelschlepper Blaze braucht Hilfe. Hört mich einer? Roger, Blaze und AJ. Das ist Frau Dr. Rashi. Wenn du Hilfe brauchst, komme ich doch so schnell, wie ich kann. Dankeschön. Klettern Sie rauf. Mal sehen, ob die Masse von Blaze jetzt bei 100 ist. Ist das die Zahl 100? Nein, das ist die 60. Blaze braucht noch viel mehr Masse. Seht, da kommen die Bauarbeiter. Hey, Blaze, wir kommen euch helfen. Ja! Ja! Danke, ihr zwei. Ist das die Zahl 100? Nein, das ist die 80. Das ist richtig schwer. Aber um durch die Felsen zu preschen, brauche ich noch mehr Masse. Warte, Blaze! Das hört sich an wie die Gorillas! Sie wollen auch mithelfen! Danke, Gorillas! Und wie viel Masse habe ich jetzt wohl? Ist das die Zahl 100? Ja! Ich wiege 100 Tonnen! Alle Mann festhalten! Jetzt wird losgeprescht! Super gemacht, Blaze. Danke für eure Hilfe. Blaze, da vorn! Das ist der Rauch von dem Feuer. Wir müssen das Wasser schnell zu den Feuerwehrleuten bringen. Aktiviere Sattelschlepper Turbo Speed. Damit ich Turbo schnell fahren kann, ruft Gib Speed. Gib Speed. Los, ja! Blaze! Ich habe kein Wasser mehr. Ich auch nicht. Ich habe auch keins. Hey, Leute. Da kommt Sattelschlepper Blaze. Wasser abladen. Er hat es geschafft. Ja. Das Feuer ist aus. Danke, Blaze und AJ. Ohne euch hätten wir das Feuer niemals löschen können. Gern geschehen, Feuerwehrleute. Denkt immer dran, wenn ihr eine wichtige Lieferung braucht, wisst ihr, wen ihr anruft. Sattelschlepper Blaze. Ja! 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 Wuhu! Hack es, speit es, brich es, schneid es in gleich große Stücke. Wir teilen, ja, wir teilen. Nimm dir ein ganzes Stück und teil es mit Gespür. Teil es, hey, hey, zwischen mir und dir. Sind zwei Hälften oder drei oder vier. Jeder kriegt genauso viel, deshalb teilen wir. Hack es, spalt es, brich es, schneid es in gleich große Stücke. Wir teilen, ja, wir teilen.
Wir sind da, beim großen Blubberblasensumpf. Oh. Hilfe! Und das klingt nach Violett. Sie muss auf der anderen Seite des Sumpfes sein. Blaze, pass auf! Große Blubberblasen! Puh, wir müssen aufpassen, sonst werden wir selbst noch in einer großen Blase gefangen. Hey, ich habe eine Idee! Jetzt als Ritter können wir sie platzen lassen! Du hast recht, Ritter AJ. Wir können unsere Schwerter benutzen! Ja, wir müssen sie nur so aufteilen, dass jeder von uns dieselbe Anzahl platzen lässt. Seht mal her. Wir sind zwei Ritter und da sind sechs Blubberblasen. Wie wäre es, wenn wir die Blasen so aufteilen? Hat dann jeder dieselbe Anzahl an Blasen? Nein, sie sind nicht gleichmäßig aufgeteilt. Wie wäre es, wenn wir sie so aufteilen? Hat jetzt jeder dieselbe Anzahl an Blasen? Ja, jeder von uns hat drei. Sie sind gleichmäßig aufgeteilt. Blasen platzen lassen! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Ja! Oh, Hilfe! Hört mal, wir müssen schon nah bei Violett sein. Doch um Violett zu helfen, müssen wir noch mehr Blasen zerplatzen lassen. 10 große, böse Blubberblasen. Wie wär's, wenn wir sie so aufteilen? Hat dann jeder dieselbe Anzahl Blasen? Nein. Versuchen wir es nochmal. Wie wär's, wenn wir sie so aufteilen? Hat jetzt jeder dieselbe Anzahl? Ja! Jeder hat 5 Blasen. Blasen platzen lassen. 1, 2, 3, 4, 5. Super gemacht, Ritter AJ! Ritter Blaze! Ritter AJ! Hilfe! Seht mal, da ist Violett! Aber der Wind pustet die Blase mit ihr weg! Ah! Komm mit, spring rein, AJ! Es wird Zeit, turbo-schnell zu werden! Damit ich turbo-schnell werde, ruft... Gib Speed! Gib Speed! AJ. Oh, ist doch gern geschehen, Violett. Und nicht nur wir freuen uns, dass du in Sicherheit bist. Seht mal, da kommen die anderen Einhörner. Violett, du bist gerettet. Komm mit, Violett. Jetzt, wo wir alle wieder zusammen sind, wollen wir nach Hause. Das ist eine tolle Idee. Und ich kenne den perfekten Weg, um dorthin zu kommen. Sieben Einhörner setzen ihre Magie ein und bilden eine Regenbogen-Rennstrecke. Kommt, Blaze und AJ, folgt mir! Ritter, auf zum Regenbogen! Ritter, schützen das Königreich, trotzen jeder Gefahr. Ritter, sie erfüllen jede Mission, sie sind für uns da. Okay, Stuntkätzchen, bist du bereit? Miau, miau, miau! Dann geht es jetzt los! Achtung! Ein wild gewordener Hotdog macht alle Platz! So ein Rost! Darrington fliegt einfach auf diesem riesigen Hotdog-Ballon davon! Oh, die Kleine macht sich große Sorgen um Darrington. Alles okay, Stuntkätzchen. AJ und ich sind da, um zu helfen. Ja? Ja, wir helfen dir, Darrington zu retten. Wir müssen nur schnell genug sein, um den Hotdog-Ballon einzufangen. Ja!
Yeah! Komm mit dann, Kätzchen. Los geht's, wir retten unseren Freund. Oh, der Hotdog-Ballon fliegt mit ihm weit raus aufs Wasser. Um ihn einzuholen, brauchen wir jetzt etwas, das uns schnell über das Wasser bringt. Hey, ich weiß auch schon was. Ein superschnelles Speedboot. Die sind sehr leicht und haben zwei kräftige Motoren. Damit gleiten sie superschnell über die Wasseroberfläche. Oh ja, ich bin eine superschnelle Gleitspeedboot-Monstermaschine. Du hast recht, Stuntkätzchen. Da ist Darrington. Sein Ballon fliegt ganz schön weit oben. Um ihn zu retten, müssen wir irgendwie da hochkommen. Hey, ich glaube, Stuntkätzchen hat eine Idee. Wow! Cool. Stuntkätzchen benutzt einen Fallschirm, der sie sehr hoch in die Luft zieht. Ja, das nennt man Parasailing. Stuntkätzchen, du bist da. Oh, tausend Dank, ich. Oh nein! Stuntkätzchen möchte Darrington retten, aber sie fliegt nicht hoch genug, um ranzukommen. Keine Sorge, ich weiß, wie wir den Fallschirm höher fliegen lassen. Wir müssen nur mit unserem Boot schneller fahren. Und dafür müssen wir beschleunigen. Ja! Damit Blaze schneller wird, ruft beschleunigen! Beschleunigen! Es funktioniert! Wenn ich schneller werde, fliegt der Fallschirm viel höher! Fliegt Stuntkätzchen genauso hoch wie Darrington? Nein, noch nicht! Sie muss noch höher fliegen! Oh, hilf mir, Stuntkätzchen! Damit Stuntkätzchen höher fliegt, müssen wir noch schneller werden. Ruft beschleunigen! Beschleunigen! Fliegt Stuntkätzchen jetzt genauso hoch wie Darrington? Ja! Stuntkätzchen! Sie hat's geschafft! Oh, Stuntkätzchen, du bist wirklich das mutigste Mietekätzchen auf der ganzen Welt! Miau, miau, miau! Und jetzt alle mal gut festhalten, da wartet noch eine Show auf uns! Ja! Los geht's! Wow! Aber wenn ihr die großen Loopings und den Riesensprung schaffen wollt, dann müsst ihr super schnell sein! Gut, dass wir Power zum Beschleunigen haben und super schnell werden können! Wir benutzen Turbo Speed. Seid ihr alle dabei? Fahren wir alle gemeinsam. Jaha! Damit wir turbo schnell werden, ruft Gib Speed. Gib Speed. Sprung, Leute! Du hast recht, Stuntkätzchen. Ich fand auch, der Sprung war perfekt. Dinosaurier-Teams, auf die Plätze! Fertig! Los! Oh, ich kann es kaum erwarten, über die Ziellinie zu fahren und den Dinosaurier-Pokal zu gewinnen. Und Piffy, was machst du da? Tja, weißt du, ich übe, mein Hinterteil zu benutzen. Dein Hinterteil? Oh ja, Dinosaurier benutzen ihr Hinterteil, um sich vor gefährlichen Dingen zu schützen, wie anderen Dinosauriern und Krokodilen und Hosen. Hosen? Unsinn. Dinosaurier müssen sich keine Sorgen machen wegen Hosen. Ah.
Nein, das klingt ja nach Blaze und Zack. Oh, das ist nicht fair. Ich will das Dino-Derby gewinnen. Ich will das Dino-Derby gewinnen. Ich will das Derby gewinnen. Wow, wartet mal, Dinosaurier-Team. Hört ihr das? Woher kommt dieses Grollen? Oh, Zack weiß, das Geräusch von Boden, der einbricht. Oh, das ist nicht gut. Kolbenfresser, wir sind in einer unterirdischen Höhle gelandet. Sieht aus, als hätte euer Team da ein höhlisches Problem. Versteht ihr? Ihr steckt in der Höhle. Team gewinnt nicht, wenn Team hier unten festsitzt. Hey, keine Sorge, Zack. Wir finden einen Weg hier raus. Oh, seht! Trachodactylus fliegt aus Höhle raus. So ein Rost. Das heißt, dass hier vielleicht noch mehr von denen in der Höhle leben. Und wenn wir die irgendwo finden, können sie uns doch herausfliegen. Oh, Zack weiß, wie wir mehr finden. Zack benutzt Koordinaten. Ja! Visierblick, zeig uns Koordinaten, um einen zu finden. Die Koordinaten sind 3 und 4. Wir fangen mit der Zahl 3 an. Zählen wir 3 Höhlen zur Seite. Zählt mit uns. 1, 2, 3. Gut. Und die zweite Zahl ist 4. Also zählen wir 4 nach oben. Zählt mit. 1, 2, 3, 4. Oho, ja! Mit Hilfe der Koordinaten haben wir einen gefunden. Oh, Trachodactylus, kannst du Zack mitnehmen? Das Spaß! Danke, Trachodactylus. Macht mit, suchen wir den letzten Trachodactylus. Die Koordinaten sind 4 und 6. Zählt bis 4 mit mir. 1, 2, 3, 4. Ja! Und jetzt zählen wir 6 nach oben. Zählt mit mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, Trachodactylus! Könntest du mich hochfliegen? Für eure Hilfe, Flugsaurier. Tschüss, Freunde. Aber die dürfen mich jetzt nicht mehr überholen. Ich brauche die letzte Mogelei. Sowas wie das. Haha. Ich hoffe, Blaze und Zack sind dino-lausige Verlierer. Das Dinosaurier-Tor. Es schließt sich. Oh, oh. Und schnell. Der einzige Weg durchzukommen, bevor das Tor unten ist, ist ein superschneller Turbo. Es wird Zeit für Dinosaurier Turbo Speed. Damit wir Turbo schnell fahren, ruft Gib Speed! Gib Speed! Die Sieger des Dino-Derbys sind Blaze und Zack! Wir haben es geschafft, Zack! Wir haben gewonnen! Blaze, AJ, ihr beste Teamkameraden, die ich je hatte! Pass auf, Blaze! Das war knapp! Oh oh, sieh mal! Diese Blaster-Jets haben alle Brücken zerstört! Und jetzt schaffen wir es nicht bis zur Ziellinie! Tja, wenn wir da nicht hinfahren können, benutzen wir unsere Powerreifen und fliegen hin! Ja, wir können ihnen Raketenpower geben! Um unseren Reifen Raketenpower zu geben, ruft Raketenpower! Raketenpower!
Blasterjets verfolgen uns! Keine Sorge! Ich weiß, wie wir sie loswerden können. Wir werden sie einfach mit etwas Haftendem fangen. Ja! Wir nehmen dafür etwas, das klebt. Schaut mal! Ich habe Klebeband und einen Basketball. Was davon klebt? Das Band oder der Basketball? Das Band! Richtig! Es hat geklappt! Einer der Blasterjets klebt am Band fest. Aber es sind noch mehr Blasterjets hinter uns her. Schnell! Lass uns was anderes finden, das gut klebt. Mal sehen. Ich habe eine Büroklammer und Ahornsirup. Was davon klebt gut? Die Büroklammer oder der Ahornsirup? Der Ahornsirup! Ja! Zeit für etwas Haftkraft! Jetzt ist nur noch ein Blasterjet übrig. Wow. Um den letzten Blasterjet zu stoppen, nehmen wir da Kleber oder Wasser? Was davon klebt gut? Kleber oder Wasser? Kleber! Richtig! Geschafft! Wir haben alle Blasterjets gestoppt. Ja! Und da ist die Ziellinie. Oh, oh. Aber seht mal, da ist Crusher. Bin gleich da. Wir haben nur noch eine einzige Chance, um zu gewinnen. Es ist Zeit für den Powerreifen Turbo Speed. Damit ich Turbo schnell werde, ruft Gib Speed! Gib Speed! Und der Gewinner ist Blaze! Blaze, jetzt wo wir das Himmelhochbergrennen gewonnen haben, wie wollen wir das denn feiern? Oh, ich habe eine Idee. Was sagt ihr dazu, wenn wir unsere Powerreifen dafür benutzen, um mit Eiscreme zu feiern? Hey, seht mal! Zugschienen! Der Tunnel, da muss eine Abkürzung durch die Berge sein. Eine Abkürzung? Oh, ich liebe Abkürzungen! Oh, diese Abkürzung ist sehr holprig! Warte, Funke! Wir können auf Zugschienen nicht schnell fahren! Ja! Um auf den Schienen schnell fahren zu können, müssen wir uns verwandeln. Oh ja! Jetzt sind wir Schnellzug! Monstermaschine! Wow! Kommt, Schnellzugmaschine! Hier geht's lang! Yippie! Was ist denn das für ein Geräusch? Oh oh, das klingt leider nach Dickhornschafen! Rostfleck! Sie schieben stinkende Mülltonnen auf die Schienen! Helft uns, ihnen auszuweichen! Auf welcher Schiene liegen Mülltonnen? Auf der blauen! Ja! Schnell, Funke! Schiene wechseln! Wir haben's geschafft! Seht mal, da ist das Ende des Tunnels! Ja!
Aber die Dickhornschafe sind wieder da. Und diesmal werfen sie auf beide Schienen Mülltonnen. Auf welchen Schienen liegen jetzt Mülltonnen? Auf der blauen und der roten. Passt auf! Oh, Rostfleck! Dieser Bauroboter baut eine Mauer, um uns aufzuhalten. Also, wir geben nicht auf. Wir müssen einen Weg finden, um daran vorbeizukommen. Oh, ich habe eine Idee! Wie wär's, wenn wir es hiermit versuchen? Mit der Steinschleuder! Das ist eine tolle Idee, Funke. Wir müssen uns nur mit der richtigen Flugbahn über die Mauer schleudern. Bringt uns die Flugbahn über die Mauer? Nein! Versuchen wir es nochmal. Bringt uns diese Flugbahn jetzt über die Mauer? Ja! Monster Arena, jetzt kommen wir! Ich kann nicht zulassen, dass Blaze und Funkel schneller sind. Ich will gewinnen. Passt auf! Rostfleck, jetzt ist ja die Bahn kaputt. Oh, so ein Mist. Sieht so aus, als könnte keiner mehr zur Ziellinie kommen, was? Außer mir. Oh nein, wir müssen einen Weg finden, um rüberzukommen. Oh, ich weiß was. Wie wär's, wenn wir super schnell fahren und rüberspringen? Yeah! Es ist Zeit für Turbo Speed! Um Turbo schnell zu werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Und die Gewinner sind Funke und Blaze! Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben gewonnen! Ja! Gut gemacht, Blaze und Funke, das war genial! Das war vielleicht ein Rennen! Wow, danke euch allen! Ich kann es einfach nicht glauben! Ich habe all meine Sticker und wir haben das Rennen gewonnen! Herzlichen Glückwunsch, Funkel. Ich bin so stolz auf dich. Danke, Blaze. Kommt alle mit. Folgt mir. Vorwärts, Team. Hier lang geht es zum Bauwettkampf. Oh, oh. Wie kommen wir denn jetzt den steilen Schneehang da runter? Ich weiß es. Bauen wir uns doch Schlitten, um den Berg runterzufahren. Ja! Die Schlitten müssen nur lang genug sein, damit wir auch draufpassen. Die Schlitten brauchen eine Länge von 4 Metern. Hey, Zack, hast du Teile, die 4 Meter lang sind? Zack denkt ja. Toll! Helft mal mit. Messen wir sie ab. Welches Teil hat eine Länge von 4 Metern? Das Blaue, ja! Es reicht auf dem Lineal bis zur 4. Dann los, Team! Bauen wir ein paar Schlitten! Alles klar! Die Schlittenfahrt geht los! Gut geschlittert, Team! Findet der Bauwettkampf statt. Wir sind so nah dran. Aber wir können nicht über die Schlucht fahren. Na, dann müssen wir uns Flügel bauen und mit ihnen zur Wettkampfarena fliegen. Ja, wir brauchen Flügel, die eine Spanne von 8 Metern haben.
Schaut genau hin. Welcher Flügel hat eine Spanne von 8 Metern? Der orangefarbene, ja! Komm, Team! Fliegen wir los! Leute, leider sind Blaze und sein Bauteam immer noch nicht in Sicht. Also werden wir wohl nie erfahren, ob... Halt! Sekunde! Ich glaub's ja nicht. Sie kommen zurück zum Wettkampf geflogen. Hey, da sind sie! Das nenne ich mal einen Auftritt hinlegen. Jetzt muss das Team nur noch einen Turm bauen, bevor der Wettkampf endet. Und das ist in 30 Sekunden! Oh. Wir haben nur noch 30 Sekunden? Oh, oh, das ist nicht viel Zeit. Keine Sorge, Team. Ich habe eine Idee, wie wir unseren Turm super schnell bauen können. Wir brauchen Turbo Speed. Damit wir turbo schnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Und? Die Zeit ist rum. Na, dann sehen wir doch mal, welches Bauteam den höchsten Turm gebaut hat. Oh, die sind hoch. Und der ist sogar noch viel höher. Der da ist ungewöhnlich. Aber er ist auch der höchste Turm bisher. Ich weiß es, Picky. Wir gewinnen. Ja, unser Turm ist der höchste. Gleich nach dem da. Wir haben einen Sieger, Leute! Sieger dieses Wettkampfes sind Blaze und sein großartiges Bauteam! Ich gratuliere, Team! Ich wusste, dass wir es schaffen! Um das zu feiern, lasst uns noch eine letzte Sache bauen! Ja! Hey, ihr Lieben, helft uns! Wir bauen jetzt gemeinsam eine Rennstrecke! Ja! Plötzlich fängt es an, richtig doll zu schneien. Rostfleck, seht! Die Super-Schneekanone hüllt alle Iglus in Schnee ein. Oh Mann! Wenn wir den Pinguinen ihre Pizza bringen wollen, müssen wir irgendwie durch den vielen Schnee kommen. Hey, ich weiß auch schon wie. Wie wär's denn, wenn wir etwas bauen, womit wir einen Tunnel durch den Schnee graben können? Wir bauen eine Bohrmaschine. Ja! Bohrmaschinen benutzen eine einfache Maschine namens Schraubspirale. Wenn sich die Schraubspirale dreht, schafft sie Sachen aus dem Weg und ein Tunnel entsteht. Oh ja! Ich bin eine Bohrer-Monstermaschine! Funktioniert, Blaze! Wir graben einen Tunnel durch den Schnee! Hört mal, das klingt nach den Pinguinen! Ja, und jetzt müssen wir nur noch rausfinden, in welche Richtung wir bohren müssen. Helft uns dabei! Um zu dem ersten Iglu zu kommen, könnten wir nach oben oder nach unten bohren. Wo lang ist es richtig? Nach oben oder nach unten? Nach unten, ja! Yeah! Und geschafft! Bitte schön, Pinguine. Eine Pizza mit extra vielen Eiswürfeln.
Jetzt geht's zum letzten Iglu. Bohren wir nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts? Wo lang sollen wir bohren? Nach oben, ja! Bitte schön, Pinguine. Eine frische, köstliche Eis-am-Stiel-Pizza. Bis später, Pinguine. Wir müssen ein Rennen gewinnen. Hier sind wir jetzt. Leute, auf der Zielgeraden. Am Ende dieser Straße ist die Ziellinie, wo ein Elefant auf seine Pizza wartet. Und die Welt wartet darauf, mitzuerleben, wer unser Sieger wird. Und wie aufs Signal kommt da auch schon Crusher. Ganz recht. Und wenn ich die letzte Pizza ausgeliefert habe, bin ich der Sieger. Ich. Toll, Crusher. Sieht aus, als könnte dich jetzt tatsächlich nichts mehr aufhalten. Weder die Piste, noch das Wetter oder das Loch da im Boden. Das Loch da im Boden? Oh nein. Das gibt's nicht. Da kommt Blaze. Hey, Crusher. Brauchst du Hilfe? Machst du Witze? Okay, vielleicht ein kleines bisschen, aber... Also dann, Crusher, bereit, das Rennen zu Ende zu fahren? Ja! Derjenige, der die Pizza zuerst zur Ziellinie bringt, gewinnt! Ha! Und ich denke, wir alle wissen doch schon, wer das sein wird. Ich! Ja! Hey, Jay, drück auf die Tube! Ich wusste es! Niemand wird seine letzte Pizza von mir abliefern. Ha! Nicht mal Blaze! Und der Sieger des großen Pizzarennens, ja, der ist Blaze! Bitte sehr, lieber Elefant, eine super große Pizza mit extra vielen Erdnüssen. Wow, der Elefant hatte aber großen Hunger. Ich gratuliere euch, Blaze und AJ, zu eurem unglaublich fantastischen Sieg. Na, möchtet ihr jetzt euren Preis sehen? Unseren Preis? Das deute ich mal als ja. Hier ist er, der einzige und einzig wahre goldene Pizzapokal. Und das Beste daran ist, der Pokal sieht nicht nur aus wie ein Stück Pizza. Er backt auch Pizza! Schmeckt die lecker!